Und jetzt dürfen wir uns auf die Reise vorbereiten. Wir können sofort losspielen mit einer ziemlich schlechten Zwergengruppe, was ich keinem empfehlen würde. Wir können uns eine vordefinierte Zwergengruppe auswählen. Und zwar entweder die Custom-Gruppe. Die beiden sind, glaube ich, von mir. Das weiß ich gerade. Nee, sind nicht von mir. Die sind vordefiniert. Man kann nämlich auch selber solche Gruppen abspeichern. Die Lazy New Pack-Gruppe, die ist also bei dem New Pack dabei, was ich benutze. Oder wir können einfach unsere Reise gut planen. Und das ist etwas, was wir machen. Also gehen wir auf Prepare for the Journey carefully und kommen jetzt in die Vorbereitungsseite. Hier haben wir erstmal unsere 7 Zwerge. Und ja, es sind 7, lustigerweise. Fragt mich nicht warum. Schneewittchen fehlt. Und jeder Zwerg hat jetzt, wie man hier sieht, noch 10 Skillpunkte zu verteilen. Also wir können unseren Zwergen bestimmte Sachen beibringen, die sie dann so durchschnittlich gut können, wie zum Beispiel Minern, Holzfällen, Schreinern, Steinmetz und so weiter. Das machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Erstmal gehen wir mit Tab in die Items. Und zwar sehen wir dann schon hier, diese Items hier sind die, die schon vorausgewählt wurden für die Reise. Die können wir natürlich auch wieder rausschmeißen. Und einige werden wir davon rausschmeißen. Das erste, was wir haben, sind Kupferspitzhacken. 2 Stück. Die lassen wir auch drin, weil die brauchen wir, um unser Fort auszugraben. Und wir sollten am Anfang auf jeden Fall 2 Miner haben. Das nächste sind Kampfäxte. Eine Axt sollten wir behalten zum Holzfällen, auch wenn wir dafür eigentlich nicht gerade eine Kampfaxt benutzen sollten. Die zweite können wir einfach mit Minus wegschmeißen. Da sieht man, wir kriegen 68 Punkte wieder zurück, die wir für andere Sachen benutzen können. Das nächste ist ein Eisenamboss, den schmeißen wir auch raus, weil den Amboss werden wir im ersten Jahr nicht brauchen fürs Schmieden. Den braucht man nämlich nur, um Schmieden zu bauen, sondern den werden wir später brauchen. Und bis dahin wird eine Karawane aus der Heimat gekommen sein, bei der wir einen Amboss kaufen können. So können wir die 100 Punkte fürs Embargen für was anderes benutzen. Wein und Rum nehmen wir auf jeden Fall beides mit. Und zwar sollten wir von beidem gleich viel mitnehmen, weil, wie ich sagte, Zwerge trinken hauptsächlich Alkohol. Also nehmen wir bei beiden 40 mit. Das nächste sind Samen. Also erstmal Plump Helmet, das ist ein Pilzsamen und der ist sehr wichtig. Das ist nämlich nicht nur das Grundnahrungsmittel, sondern aus dem wird auch Alkohol gebraut. Deswegen nehmen wir von jedem Seed mal 10 Stück mit. Pigtail ist kann man auch zum Alkoholbrauen benutzen, aber auch Kleidung daraus herstellen. Caveweed, also Höhlenweizen oder Höhlengras, wie man es nennen will, können wir auch Alkohol draus machen. Aus Sweet Pot Seeds können wir einmal auch wieder Alkohol machen. Also wir können aus allen Vieren hier Alkohol machen, aber wir können daraus auch Sirup gewinnen fürs Kochen. Walnuts reichen 5 Stück. Dimple Cups sind, soweit ich weiß, nur zum Färben, deswegen lasse ich da auch mal 5 Stück drin. Chopped Also irgendeine Leber von irgendeinem Tier, das schmeißen wir mal lieber raus und nehmen was Anständiges zu essen mit. Ah, Kamelleber. Also einhöckriges Kamel sogar. Hier sieht man schon das Spiel wieder. Das Spiel ist richtig komplex. Wir können einhöckrige und zweihöckrige Kamele töten und essen. Sogar ihre Leber. Die schmeißen wir mal raus und nehmen dafür erstmal mehr Cavefisch mit. Also Höhlenfisch. Höhlenfisch mögen Zwerge lieber als Kamelleber, denke ich mal. Plump Helmets, wie gesagt, davon habe ich schon 10 Samen eingepackt. Wie man sehen kann, kostet ein Plump Helmet 4
Punkte. Cavefish kostet nur 2. Und da wir Samen mitnehmen, brauchen wir die Plum Payments jetzt am Anfang gar nicht. Die können wir also ganz rausschmeißen oder für die Punkte lieber was anderes mitnehmen. So. Und hier ist schon das Pigtail, also der Pigtail-Faden, den ich angesprochen habe. Also aus Pigtail kann man Stoff herstellen. Thread brauchen wir erstmal keinen am Anfang, weil wir am Anfang noch nichts nähen wollen. Cloth sollten wir 1 haben als Verband für alle Fälle. Bags behalten wir die 5, weil wir werden ziemlich viele Sachen brauchen, also Container wie Bags, Fässer und Kisten brauchen. Ropes brauchen wir 2 Stück, und zwar um Hunde anzubinden, die für uns Wache halten, wenn eine Invasion kommt. Quivers brauchen wir auf jeden Fall gar keine. Also Köcher. Weil wenn Jäger kommen, bringen sie ihre Köcher selber mit, und zur Not können wir sie später auch herstellen, wenn es dann an die Armee geht. So. Buckets brauchen wir auch keine, die können wir nämlich mit dem Carpenter selber sehr schnell herstellen. Splints und Crutches, also Crutches sind Krücken für humpelnde Zwerge, für verletzte Zwerge. Und Splints sind halt solche Schienen für die Zwerge, für verletzte Beine, dass die gerade bleiben. Brauchen wir am Anfang alles auch nicht, weil das wird aus Holz hergestellt, und Holzproduktion können wir ziemlich schnell selber anschmeißen. Und das letzte ist ein Wheelbarrow, also eigentlich so eine Art Lore, mit der die Zwerge schnell Sachen transportieren können. Das brauchen wir jetzt für den Anfang auch nicht. So. Was wir hingegen brauchen, war, wie schon angesprochen, Hunde. Die sind hier drüben. Und zwar weibliche Hunde nehmen wir 6 Stück mit. Und männliche Hunde, hier, nehmen wir 2 Stück mit. Damit können wir nämlich noch mehr Hunde züchten und die auch später zu Kriegshunden und so ausbilden. Und wenn wir mal schneller an Leder oder Essen kommen müssen, können wir die armen Tierchen auch töten. So, was wir auf jeden Fall dann noch brauchen, ist noch mehr Essen. Und zwar können wir über N, genau, über N, neue Sachen hinzufügen. Und zwar, hier sieht man es, Meat, Fisch, also Fleisch, Fisch, Eier, Gewächse, können wir nur Plum Payments mitnehmen, trinken, Sachen zum Bergwerken, also um Tunnel zu graben, könnten wir sogar Eisenpicken mitnehmen, aber die sind viel zu teuer, auch wenn sie besser sind als Kupferpicken. Waffen, Trainingswaffen, die können wir einfach selber schnell herstellen, weil die aus Holz sind, Trainingswaffen. Munition für Armbrüste, da sind die Ambosse, Leder, Stoff, gibt es einmal als Seidenstoff und einmal als Garnstoff. Holz können wir mitnehmen, Steine und sogar Eisen, Metallbarren. Aber das ein und sogar noch viel, viel mehr. Aber das Einzige, was uns interessiert, ist jetzt erstmal Meat, also Fleisch. Und da suchen wir uns jetzt mal was Gutes raus. Wir können jetzt sogar Dings eingeben, was wir, nach was genau wir wollen. Und zwar wollen wir Kuhfleisch. Ganz einfaches Rindfleisch. Und wir können sogar noch andere Sachen raussuchen, wie Kuhaugen, Kuhlungen, Kuhherzen, Leber, sogar Brot, Süßbrot aus Kuh gebacken, Nieren und Hirn. Aber wir wollen nur kaum Miet. Und da nehmen wir auch mal 30 Stück mit, wie beim Fisch. So. Jetzt gehen wir zurück auf die Zwergenseite, weil
Man sieht, wir haben 556 Punkte noch übrig fürs Embarken und das Verbessern von unseren Zwergen kostet auch Punkte. So. Als erstes brauchen wir einen Anführer. Von diesen sieben Zwergen muss einer der Anführer sein. Und gerade der Anführer ist es wichtig, dass wir uns genau aussuchen, welcher Zwerg das ist. Weil, wie ich schon angesprochen habe, es gibt einen gewissen Sims-Aspekt und jeder Zwerg hat so seine Eigenarten. Also gucken wir mal. Kann ich euch zeigen? Muss ich mal kurz mit View können wir uns die Zwerge angucken. Und zwar sehen wir hier erstmal, was er zuletzt getan hat, dann wie alt er ist und wann er geboren wurde und dann die Eigenschaften. Also sie hier, also sie, es ist ein weiblicher Zwerg, sie ist schwach, das ist schon mal nicht so gut. Ihre Hakennase ist sehr lang. Sie hat hohe Augenbrauen. Ihr Haar ist krause. Sie hat sehr kleine Wangenknochen. Das sind so die kleinen Details. Aber die wichtigen Details sind hier in grün und rot dargestellt. Und zwar erstmal die körperlichen Eigenschaften in. Hier oben die körperlichen Eigenschaften und hier unten die geistlichen Eigenschaften. Und dazwischen sind ihre Vorlieben. Vorlieben und Abneigungen. Also sie mag zum Beispiel keine Skorpione. Also gucken wir mal. Körperlich, sie ist sehr agil und heilt sehr schnell. Aber sie wird sehr mü schnell müde. Und sehr schnell krank und ist sehr schwach. Also ist sie schon mal kein guter Kämpfer. Sie hat aber sie ist aber sehr intelligent, hat aber sehr wenig Willenskraft, ist nicht so gut mit Musik, hat einen sehr tollpatschigen kinetischen Sinn, also sie hat zwei linke Hände, würde ich mal sagen. Und sie kann ziemlich schlecht reden. Also sich schwer unterhalten. Also ist sie schon mal kein guter Anführer. Fällt sie schon mal raus. Der nächste. Er wird sehr selten krank. Und er ist tough. Also er hält viel aus. Aber er ist schwach. Also er kann gut einstecken, aber er kann nichts austeilen. Er hat einen gut musikalischen Sinn und große analytische Fähigkeiten. Hat aber ein kleines Problem mit Wörtern und ein sehr schlechtes Gedächtnis. Sehr wenig Geduld und Fokus und kann sich nicht richtig konzentrieren. Also fällt er auch schon mal raus. Sie hat nur Nachteile als körperliches. Sie ist etwas schwach und sehr anfällig für Krankheiten, was nicht so gut ist. Hat aber ein gutes Gedächtnis und ein Gefühl für Musik. Schlechte Intuition, bla bla bla, fällt sie auch schon mal weg. Er hat gar keine körperlichen Vor- und Nachteile und er hat nur einen geistigen Vorteil. Er hat ein gutes Gefühl für seine Umgebung. Auch nicht so wirklich. Er heilt sich sehr schnell und ist nicht so oft krank, aber er ist tollpatschig. Er hat aber einen guten sechsten Sinn und ein gutes Gedächtnis. Ist nicht so kreativ, hat eine schlechte Intuition und kann nicht so gut mit Musik. Was auch immer Musik einem bringt, das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Oh, er hat viel. Er hat auf jeden Fall gute Intuition, sehr viel Geduld, also kann gut mit Musik und kann sehr gut mit anderen umgehen und ist kreativ. Kann aber nicht so gut mit Worten.
hat nicht so viel Empathie, was Empathie auch noch mal war, hat einen schlechten, etwas schlechten Fokus und einen keinen so guten sechsten Sinn. Vielleicht eher hier. Und sie hat nur einen schlechten Fokus und schlechte Sinne. Also wird wirklich er hier unser Leader werden. Ups. Ja, weil von allen ist er wohl am besten. Er wird nicht so schnell krank. Aber er ist halt sehr schwach. Aber als Leader muss er nicht unbedingt mit jemandem raufen. Er muss sich in der Ecke verstecken können. So, also mit C können wir jetzt ihm erstmal einen Spitznamen geben. Das ist unser Renoir, vielleicht, wenn man den eigenen Namen nicht schreiben kann. Und wir können ihm eine Profession geben. Und zwar ist er der Leader. Und zwar groß geschrieben am besten, damit man weiß, dass ich weiß, dass diese Professions von mir sind und nicht vom Spiel selber. So, jetzt wird er bereits als Leader festgelegt. Die anderen müssen wir nochmal durchgucken. Sie ist nicht gut. Auch nicht. Sie auch nicht. Er hat gar keine Vor- und Nachteile. Tollpatschig ist auch nicht gut. Dann nehmen wir ihn hier. Er ist unser General. General. So. Und wenn wir gerade schon dabei sind, ich werde jetzt den anderen sechs Zwergen keine Spitznamen geben. Das überlasse ich nämlich euch. Also jeder von euch, der jetzt noch zusieht und in Zukunft zusehen will und in diesem Spiel verewigt, in diesem Let's Play verewigt werden will, der kann mir in die Kommentare schreiben, unter welchem Namen er verewigt werden will, und dann füge ich ihn ein. Dann könnt ihr um euren Zwerg mitbangen in diesem Let's Play. Also wer unbedingt der General werden will, also ihr könnt mir auch sagen, was für einen Job ihr haben wollt, dann sagt mir das einfach in den Kommentaren. Also wer sich um die Generalsposten bewerben will, einfach in die Kommentare schreiben. So. Die beiden haben jetzt schon mal ihre Aufgaben bekommen, aber ich habe ihre Skillpunkte noch nicht verteilt. Verteilen wir erstmal die des Leaders. Der Leader muss natürlich ein guter Leader sein. Geben wir mal 2 Punkte rein, weil er muss noch sehr viel mehr können müssen als ein guter Anführer sein. Er muss auf jeden Fall ein guter Flatterer, also ein Schmeichler sein. Da sollten wir mindestens einen Punkt reingeben. Und man sieht schon, man kann es bis auf 10 hochsteigern, wobei das immer Punkte kostet. Also ein Proficient Flatterer könnte er werden, aber für den Anfang reicht er als Novize aus. Ein Konversationalist muss er sein, also er muss sich gut unterhalten können. Ein Recordkeeper sollte er auch sein, das zeige ich euch später, was das ist, wenn es so weit kommt. Ein Organizer sollte er sein, weil er muss das Handeln übernehmen. Ein Appraiser, also einer, der verhandeln kann. Ein Lügner. Die halt Appraiser ist, glaube ich, bei Negotiator ist Verhändler. Und ein Pursuer, ein Überredner. Also verhandeln, überreden, lügen. Wahrscheinlich sich, ich weiß nicht genau, Appraise. Ja, auf jeden Fall sollte er das auch können. Wahrscheinlich sich durchsetzen können. Unser General braucht andere Fähigkeiten. Unser General sollte erst einmal ein Lehrer sein, damit er den Leuten was beibringen kann. Mindestens 2 Punkte, dass er seine Truppen trainieren kann. Er sollte aber auch ein guter Fighter sein, also ein guter Kämpfer im Allgemeinen. Er sollte ein bisschen, damit er... Also Teacher ist nur dafür da, dass er Leuten besser was beibringen kann. Aber er muss auch etwas können, was er ihnen beibringen kann. Deswegen sollte er auf jeden Fall ein guter Fighter sein.
Er sollte ein bisschen mit Schild und Rüstung umgehen können. Ausweichen wäre auch nicht verkehrt. Das ist hier unten. Und mit mindestens einer Waffe sollte er umgehen können. Crossbowman. Ja, unser General ist ein Armbrustschütze. Bei Armbrustschützen werden wir öfter haben. Und noch einen, den letzten Punkt geben wir an den Teacher ab. Dass er noch besser Leuten was beibringen kann. Kompetentere Lehrer. Hust, hust. So, das nächste, was wir brauchen, dafür nehmen wir jetzt einfach den allerersten, weil die Berufe brauchen nicht so sehr körperliche und geistige Eigenschaften, ist ein Cook. Also ein Koch. Also, wer Koch werden will, einfach in den Kommentaren melden. So, ein Cook muss natürlich kochen können. Das ist hier. Und zwar sehr gut, am besten von Anfang an. Und ich mache ihn auch zum Grower. Das ist weiter oben. Grr, 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 grr. Grower, Herbalist, Thresher. Ach, da ist Grower, genau zwei über ihm. Grower sind nämlich zum Anpflanzen da. Also jeder Zwerg kann von einem Feld die Sachen ernten. Aber nur Grower können es anbauen. Und je besser der Grower ist, umso besser ist der Ertrag von dem Feld. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Plumpheh mit Samen einem Grower in die Hand gibt, der nichts kann, kommen ziemlich wenig Plumpheads dabei raus. Bei einem Grower, der sehr gut ist, kommen sehr viele dabei raus. Das hat vor allen Dingen auch nachher was damit zu tun, mit der Lagerung der Sachen. Weil wenn wir jetzt, sagen wir, die Plumpheads in ein Fass stecken, dann ist das Fass voll. Das Fass ist also belegt, da wird ein Farmer nichts weiter mehr reintun. Wenn also zum Beispiel nur ein Plumpheads mit einer Einheit drin sind, da ist Fass mit einer Einheit voll. Wenn da aber jetzt ein Fass mit fünf Plumpheads-Einheiten voll gefüllt ist, ist es voller. Das heißt, ein Grower ist auf jeden Fall effektiver, wenn er einen höheren Wert hat. Deswegen brauchen wir von Anfang an gute Grower, damit es auch nicht zu Missernten und sowas kommt. So, den nächsten, den wir brauchen, ist ein Brewer. Also ein Braumeister. Der sollte ein guter Grower sein und ein Braumeister. So. Den nächsten, den wir brauchen, den benenne ich jetzt einfach mal nach seinem Handwerksmaterial, ist der Steinverarbeiter. So, der kriegt folgende Berufe. Erst einmal Mason, also Steinmetz, hier oben. Aber auch Stonecrafter. Hier, genau. Also der kann Steinkunstwerke herstellen, die wir dann zum Handeln benutzen können. Das ist vor allem am Anfang die beste Methode, um etwas zum Handeln zu bekommen. Aber wie gesagt, alles mit der Zeit. Als nächstes brauchen wir einen Waffenschmied, also Weapon. So, der Waffenschmied sollte auf jeden Fall Weapon gut können, aber er sollte auch wenigstens einen Punkt als Miner haben, weil er am Anfang ja sonst nutzlos ist, bis wir eine Schmiede haben. Und er sollte guter Metallschmied sein. Also eigentlich Metallschmelzer. Damit beim Erzschmelzen nicht zu viel Metall verloren geht. So, und das Letzte, was wir brauchen, wenn wir schon einen Waffenschmied haben, ist ein Rüstungsschmied. Also Armor Smith, der auch etwas besser minern können sollte. Und er sollte auch Metallcrafter sein, damit wir Metallkunstwerke herstellen können.
So, wie man sieht, haben wir jetzt nur noch 108 Punkte übrig. Und die verteilen wir jetzt eben in Essen und Trinken. Also Essen machen wir mal auf 40 hoch. Und zwar das Kuhfleisch und den Käfisch. Und das Getrinksel, weil Zwerge mehr trinken als essen, machen wir auf jeden Fall mal auf 50 hoch. Beziehungsweise machen wir es mal bis zum Anschlag hoch. So, wir haben alle Punkte verbraucht. Wir haben gutes Startzeug und wir haben gut ausgerüstete Zwerge. Das Letzte, was wir noch machen können, ist die Gruppe und das Vorbenennen. Also F. Shift F besser gesagt. So. Möchten wir de sein? Also die. Und suchen jetzt mal kurz nach. Genau, Amor. Da sind wir nämlich nicht splatterte. So, die Armor, die Rüstung, kurz Tossit. So heißt unsere Festung. Und unsere Gruppe sind erstmal das hier wegmachen. Wir sind die. Gucken wir. Wir sind auf jeden Fall die Bärte. Die Bärts, die B Bärte. Und wir können da noch ein Adjektiv hinzufügen. Ups. G. Second Adjektiv. Ah ja, hier wahrscheinlich. Genau, aber nicht die Eisenbärte, sondern die. Genau, die Bronzebärte sind wir. Gut. Jetzt ist alles vorbereitet für unsere Reise nach Tossit. Embark. So, jetzt wird wieder kurz geladen. Und jetzt kommt kurz die Zusammenfassung, dass wir angekommen sind. Und wir sollen die Erde erobern. Ja. Gut, wir sind angekommen. Hier haben wir jetzt schon mal das Umland. Erstmal hier die Minimap wegmachen, dass man besser sehen kann. Hier sind unsere Zwerge mit unseren Hunden. Und hier haben wir das Umland, wie man sehen kann. Wir haben also schon mal einen schönen Berg hier. Und hier sogar gleich eine Stelle, wo wir in den Berg reingraben können. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr, sehr schön, dass wir uns hier reingraben können. Hier haben wir den Fluss und ziemlich viel Berg außenrum. Gut. Dann würde ich sagen, geben wir schon mal die ersten Befehle. Designations, also D. Und mit D können wir dann schon mal minern. Müssen wir hier schon mal einen 3x3-Felder-Tunnel reinbauen. So, die Aufgabe ist schon mal gegeben. Das hier können wir auch wegminern.
So, das ist unser erster Befehl. Also unsere Miner-Zwerge werden dann losgehen und das hier erledigen. Dann sollten wir auch mal kurz gucken. Im Augenblick ist das Spiel pausiert. Ob sie auch losgehen und minern? Ja, es fängt an zu blinken, also gehen sie los. Pausieren wir das Spiel wieder. Als nächstes suchen wir mal kurz in der Übersicht unserer Zwerge. Nein, das sind Announcements. Unit List. Meinen General. View Creature. Nein, das war's nicht. Zoomen wir mal zu ihm. So, unser General hat keine Aufgabe. Mit P wie Professions hier unten können wir ihm neue neue zusätzliche Arbeiten zuweisen. Und zwar soll er. Ups. Wo ist er jetzt wieder gelandet? Da ist der General. Gut. Ah ja, mit Plus Minus. Woodworking soll er einmal das Carpentry und einmal das Woodcutting übernehmen. So. So viel dazu. Jetzt macht er für uns die Arbeit. Als nächstes suchen wir uns noch den Koch. Den Koch. Mit C zu ihm. Und zwar kriegt er bei Farming neben dem Farmen auch noch das Plant Gathering, also das Einsammeln von Pflanzen fürs Erste. Und der Baumeister, wenn ich ihn finde, da, der kriegt dasselbe. So. Plant Gathering, genau. So. Wollte ich euch mal zeigen, wie das hier in-game funktioniert. Später mache ich das alles mit dem sogenannten Dwarf Therapist, den ich euch dann auch mal zeigen werde. Aber jetzt haben wir schon mal die Aufgaben verteilt, die noch wichtig sind. Als nächstes brauchen wir sogenannte Stockpiles. Also drücken wir P für Stockpiles, machen erst einmal mit F ein Food Stockpile direkt vor unserem neuen Hauseingang. So. Und machen noch ein mit W ein Woodstockpile direkt daneben. Gut. Und gehen hier wieder raus und machen noch mehr Designations. Nämlich einmal Chop Down Trees, genau, mit T. Fällen wir jetzt erst einmal hier im umliegenden Land die Bäume. Mit Shift übrigens kann man so schnelle Sprünge machen. Fällen hier die Bäume. So. Und mit Gather Plants, mit P, sammeln wir die Pflänzchen ein, die hier in dem Gebiet auch noch wachsen. So. Machen jetzt die Pause weg. Und wenn man sehen kann, unsere beiden Miner graben sich schon ordentlich in die Erde rein. Sehr gut. So. Das soll es erst einmal für den Anfang gewesen sein, dass ihr einen kleinen Einblick schon mal hattet, wie die ganze Sache beginnt. Um das vorkümmern wir uns dann in der ab der nächsten Folge. Dann werden wir hier tiefer reingraben, also nach unten vor allem Dingen, und werden unsere Verteidigung aufbauen und alles. Werden neue Zwerge bekommen, werden ihnen Jobs geben, werden Waffen schmieden, ein Militär ausheben, Karawanen bekommen und Goblin-Invasionen zurückschlagen und so weiter. Und sehr viel managen. Also ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann erst einmal.